Also, Zweitaktmotor, wir beginnen in dieser Stellung. Das ist kurz nach dem Überströmen. Das heißt, wir haben im Brennraum frisches Kraftstoff-Luft-Öl gemischt. Und hier unten ist eben gerade eben das Gas übergeströmt. Das heißt, hier befindet sich keins mehr. Es bewegt sich nach oben. Dadurch entsteht hier unten ein Unterdruck. Das nennt sich dann das sogenannte Voransaugen. Hier oben im Brennraum wird das Kraftstoff-Öl-Luft-Gemisch verdichtet. So, dann ungefähr so an dieser Position, wir nehmen nämlich an, dass hier unser Einlasskanal verläuft, der dann durch das Kolbenfenster eben frisches Kraftstofföl-Luftgemisch einlässt, öffnet sich das Ganze und das Einlassen beginnt. Dadurch, durch diesen Unterdruck hier im Kurbelraum, gelangt es eben dann besser und schneller in den Kurbelraum, das frische Kraftstofföl-Luftgemisch. Der Kolben bewegt sich indes weiter nach oben. Hier, kurz vor dem oberen Totpunkt, ist der Zündzeitpunkt aufgrund der langsamen, in Anführungsstrichen, Verbrennung, so dass dann eben, sobald der obere Totpunkt überwunden wurde, die Arbeit verrichtet werden kann. Also jetzt arbeitet das Ganze, hier wird weiter angesaugt. So, sobald wir jetzt ungefähr so auf der Höhe sind und der Kurbelraum, das Fenster in dem Kolben eben nicht mehr den Einlasskanal freigibt, sondern verschließt, beginnt im Kurbelraum das Vorverdichten. Dadurch, dass eben der Kolben sich nach unten bewegt, kein Kanal offen ist, wird eben das Gemisch, das sich jetzt hier drin befindet, dadurch, dass das Volumen in diesem Raum immer kleiner wird, eben vorverdichtet. Hier oben findet Arbeiten statt, und zwar bis zu dem Punkt, an dem durch den Kolben hier der Auslasskanal geöffnet wird. Dadurch beginnt eben der günstige Vorauslass, das heißt, das verbrannte Gemisch kann eben schon mal ausgelassen werden. Kurz danach, das nennt sich dann den Vorauslasswinkel, hier unten in der Kurbelwellenstellung, öffnet sich der Überströmkanal und das vorverdichtete Gas, das eben dadurch auch ein bisschen unter Druck steht, strömt eben schnell und besser nach oben und spült hier noch zusätzlich das verbrannte Kraftstoffgemisch eben aus. So, dadurch gelangt hier oben dann das frische Kraftstofföl-Luftgemisch hin. Nun, auf dem Weg nach oben, durch den Schwung eben behalten, verschließt sich zuerst wieder der Überströmkanal, geometrisch bedingt eben, und der Auslasskanal ist noch offen. Das ist dann eben der schädliche Nachauslass, weil eben hier vielleicht auch schon das frisches Kraftstoff-Öl-Luft-Gemisch ausgeströmt werden kann. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne.